Bei der ZDF in Baumhaus Malstunde heute sind die Baseballs am Start und ich darf euch einladen, wie alle unsere Künstler, aufs Papier zu bringen, was euch in diesem Moment, in diesen ehrwürdigen Hallen durch den Kopf geht. Mit eurer Tour, mit eurer neuen Platte, mit eurer Karriere, 10 Jahre seid ihr schon unterwegs. Was ist in eurem Kopf drin? Machen wir das gleichzeitig? Einfach drauf. Also alle drei? Ihr dürft einfach sofort loslegen. Weil Sam wollte ja mal Comiczeichner werden, das wollte man dazu sagen. Also, Spontanzeichner. Das ist jetzt überhaupt der Druck, der da jetzt aufgebaut wird. Ey, aber okay, du kriegst das schon hin. Du kannst in der Zeit kommentieren, wenn du willst. Genau, wir können ja was machen. Ich kommentiere irgendwas, was er macht. Ich habe keine Ahnung, was er macht. Jetzt zeichnet ihr einen Strich. Noch einen. Ich glaube, es hat ein Gesicht. Ja, das war eine Nase. Das ist jetzt nicht Montagsmaler, Basti, weil du weißt ja so. Drei Wörter, das ist ein Kinofilm. Lucky Luke. Nein. Er malt sich selbst. Er malt sich selbst mit einem sehr schmalen Hals, muss man sagen. Vielleicht ist er mit seinem eigenen Hals nicht so zufrieden. Ja, aber die Augenbrauen sitzen 1A. Ja, das ist nicht schlecht. Wirklich sehr gut. Ihm geht also, wenn er sich selbst malt, geht ihm quasi jetzt aktuell sich selbst durch den Kopf. Kann das auch sein? Also hat auch Ähnlichkeit mit Lucky Luke. Ja, Lucky Luke, Johnny Bravo irgendwie. Weißt du, ich hab den Strohhalm. Okay. Strichmännchen. Er denkt an Strichmännchen. Strichmännchen. Auch an Strichmännchen mit körperlichen Einschränkungen. Moment, die kommen ja noch. Ach so. Oh, der eine hat auch ein bisschen Durchfall. Was soll das denn jetzt? In einem Punkt. Eine Menschenkette. Er denkt an eine Menschenkette. Wie denkt ihr auch daran, das Bauhaus ist ja quasi die Wiege einer Designrevolution. Ja, dann musst du den Designer ja fragen, der gerade zeichnet. Deswegen seid ihr ja auch hier. Ah, das ist wahrscheinlich die Revolution, das ist die Menschenkette. Ich muss jetzt hier eben noch den... Aha, das ist die Gitarre. Nee, Kontrabass. Ja, richtig. Kontrabass, alles klar. So, hier und hier, das ist... Denkst du ans Ende der Show? Gitarre hin. Wann ist endlich vorbei? Genau, er denkt gerade, wann ist es denn endlich vorbei? Freunde, die musizieren, sollen das sein. Okay, alles klar. Ja. Okay, jetzt kommt Basti. So, jetzt kommt Basti. Nehmt am besten gelb, das sieht man nicht so gut. Also wir haben also Sam, der an Menschen denkt, die musizieren. Ja? Ist das Sam? Hast du dich selbst gemacht? Eigentlich habe ich nicht mich selber gemacht. Malt eure Träume. Okay, dann mal mich selbst. Das ist Sam nach stellvertretend in den USA. Stellvertretend ein Rockabilly-Mensch, der Bock auf Musik hat. Ja. Und der an die Baseballs denkt. Zufällig auch. Das ist das, was ich immer am besten konnte. Hast du jetzt die Sonne? Genau, die fehlt noch. Es gibt auch nach 11 Jahren in der Band-Historie wirklich Momente, da schäme ich mich. Ja. Ist doch eine sehr schöne Sonne. Ja, kannst du noch irgendwas anderes hinzufügen? Wir versuchen irgendwie diesen BBC-Moment hier auch im ZDF zu reproduzieren. Ich habe die Skizze vergessen. Kannst du zumindest noch ein Häuschen machen oder natürlich. So? Natürlich. Das ist das Haus von Nikolaus, ne? Das ist der Bauhaus. Ja. Also ganz klare, viele Quadrate, ganz klare Strukturen. Quadratisches Dach. Na, ich komme nicht mal an Trapez. Ist da? Ja, das ist nicht schlecht. Das sieht richtig gut aus. Und was hat er vergessen? Einen Schornstein. Eine Tür. Absolut richtig. Schräge Tür. Und komm, ich möchte ja auch ein bisschen modernisieren manchmal. Mhm. Das haben wir gemerkt, als wir hier hochgekommen sind zum Interview. Das ist der Außenfahrstuhl. Sehr gut. Fehlt. Fehlte, ja. Ich war echt außer Atem, als hier oben ankam. Was fehlt, genau. Ja, also vielleicht kann man das dem Herrn Bauhaus noch sagen. Also ich sag's ihm. Er wohnt hier im Keller. Ja, geil. Klar, deswegen brauche ich auch keinen Fahrstuhl. Genau. So wie nach 12. Irgendwann, also falls ihr mit eurem Werk schon zufrieden seid, ich bewerte es. Also falls ihr mit eurem Werk schon zufrieden seid, dürft ihr auch Unterschriften drauf. Also es ist ein bisschen wenig, finde ich. Also irgendwie ja. Was haben denn andere Leute so gemacht? Du, es gab schon alles. Wir covern ja sehr gerne. Was haben denn andere Leute so gemacht? Ich habe das Bauhaus ja in meinem Designstudium durchexerziert quasi. Und das war, Bäume wurden ja auch dann immer nur, wenn das Bauhaus dargestellt wurde, immer nur ganz minimalistisch gezeigt. Also es waren wirklich immer so irgendwie Striche. Und dann, also da durfte keine Form im Baum drin sein. Das ist so, wie man heutzutage Modelle macht. Ja. Dann müssen die Bäume immer eine runde Kugel mit einem Ding sein. Deswegen machen wir jetzt hier minimalistische Bäume hin. Zwei zumindest. Ein halb. Anderthalb. Das finde ich aber sehr gut, dass du da hier Bezug nimmst auf die Umgebung. Ja, deswegen wollen wir es jetzt, glaube ich, auch so lassen, weil minimalistisch heißt wenig. Viel Raum für Gedanken. Und das ist jetzt tatsächlich auch ein Grundgedanke gewesen, sich hineinzuprojizieren in eine gegebene materielle Welt. Hängt das mal ins Louvre. Ich hätte, da gibt es Leute, die stellen sich so davor und sagen. Und wenn ihr da auch eure Unterschriften gebt. Ja, wir machen es ja jetzt. Aber hier drunter. Dann, ja. Kannst du das minimalistisch machen, bitte? Mache ich eh bei mir immer. Das ist nämlich das ER, ist bei mir nämlich immer nur das hier. Also ich hab überlegt, wenn ich mal arbeite. Das ist ja wie bei eurer aktuellen Platte, da habt ihr ja auch immer mehr verzichtet und auf das Wesentliche euch. Mut zur Lücke, guck mal. Also, dann macht die Symbiose aus Bauhaus und Sun Studio Session. Das ist eigentlich das, was
was quasi den Sinn von 44 des Lebens nochmal überdeckt. Ja. Was machst du denn da? Ich mache nur quadratische Formen. Ja, schön. Der Maler unter euch. Ja. Ich würde auch gerne mal zu den Montagsmalern. Hier meine offizielle Bewerbung. Ganz herzlichen Dank, ZDF Bauhaus, die Malstunde mit den Baseballs. Herzlichen Dank. Wir werden es gewinnbringend verkaufen. Ich denke nicht.